So, da sind wir wieder mit Minecraft Season 2. Nochmal sorry, die letzte Folge ist jetzt wieder einige Zeit her. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es mir noch nicht so gut ging. Mittlerweile kam noch dazu, dass meine Stimme etwas angeschlagen war, was ihr in einem der letzten GeoGuessr-Videos hören konntet, aber ich denke, für das Video geht's jetzt am Stück zu reden, beziehungsweise dank diverser Hausmittel geht's meiner Stimme auch schon wieder besser. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind an der Stelle stehen geblieben, als Kai mich im Krankenhaus auf der Intensiv besucht hatte. Ich habe das ja als ein kleines Highlight der ersten Tage nach dem Aufwachen bezeichnet. Sehe ich immer noch so. Aber ich habe da tatsächlich was vergessen. An dieser Stelle mal ein Shoutout an Lisa und ihre Schwester Theresa. Die Scarlett kam einen Tag ins Krankenhaus und hat was mitgebracht. Die beiden haben nämlich ein kleines Care-Paket geschickt. Für mich. Ja, und unter anderem war da auch tatsächlich ein kleiner Teddy drin, der auf mich aufpassen sollte. Nee, bist du nicht so alt für sowas? Halt die Fresse. Und selbst wenn, der Gedanke zählt und ich fand den Gedanken wirklich sehr süß. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge erwähnen, hab's aber vergessen. Jetzt machen wir mal weiter mit meiner Zeit auf der Intensiv und ich verspreche schon mal, es geht bald bergauf. Ich hoffe, ich bringe jetzt noch alles in die richtige Reihenfolge. Kann sein, dass das eine oder andere durcheinander geraten ist in meinem Kopf. Während der nächsten Tage hat man mir täglich mehrfach Blut abgenommen und verschiedene Blutkulturen angelegt. Man wollte wissen, was genau jetzt die Lungenentzündung bei mir ausgelöst hat. Besonders ins Zeug gelegt hat sich da eine junge Frau, die gerade ihr Medizinstudium macht. Die war, glaube ich, im letzten Semester. Sie hat sich mir vorgestellt, hat das erzählt, dass sie im Rahmen ihres Studiums hier im Krankenhaus arbeitet. Und sie musste mich sogar fragen, ob sie mich mitbehandeln und untersuchen darf. Sie brauchte meine Zustimmung. Also, ob mir das recht ist, dass nur, sage ich mal, eine Studentin mich mit untersucht. Aber ich hatte kein Problem damit. Und sie hatte sich auch wirklich ins Zeug gelegt. Sie war so richtig motiviert und hat wirklich alles versucht, da was rauszufinden. Sie hat dann noch mit Ultraschall geguckt, ob sie irgendwie was in meiner Lunge da sehen kann. Es wurden Röntgenbilder gemacht, die Blutkulturen und alles Mögliche. Sie war da fast schon verbissen. Sie wollte auf Teufel komm raus etwas finden. Gut, sie wird das jetzt überwiegend vielleicht für sich gemacht haben, für ihre Karriere vielleicht und eher weniger für mich, weil da hätte man ja jeden anderen Patienten auch nehmen können zur Not. Das macht halt einen guten Eindruck, wenn sie als Studentin da was findet, denke ich. Also, aber es hat mich nicht gestört, weil im Endeffekt hilft es ja auch mir, weil man ja dann weiß, wie man mich medikamentös einstellen muss. Und gerade, wo der Oberarzt mal mit einem Assistenzarzt bei mir war, die haben meine Fortschritte gesehen, meine weitere Behandlung besprochen. Da ist sie dann so ein bisschen reingeplatzt und hat dann gesagt, dass sie was in den Blutkulturen gefunden hat. Sie hat da was von Sprosspilzen und Staphylococcus aureus oder wie das Ding heißt, erzählt. Und Staphylokokken, die kann man sich leichter einfangen, als man denkt. Es reicht schon, wenn irgendjemand einen Gegenstand berührt, auf dem sich die Bakterien befinden. Weiß ich nicht, also wenn jetzt irgendwie ein Mehrfamilienhaus, wenn da irgendwer diese Bakterien hat und sich schön da mit der Hand da am Treppengeländer lang geht und sich vielleicht die Hände nicht gewaschen hat und so weiter, ne? Also wenn ihr dann danach das Treppengeländer anfasst, also naja, vorbeugen kann man sowas natürlich, indem man sich die Hände immer gründlich wäscht. Jetzt muss ich übrigens mal ganz kurz auf das Thema Corona kommen. Werde es aber auch ganz schnell abhaken. Ich wollte das hier eigentlich gar nicht so wirklich besprechen. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten, jetzt wird überall darauf hingewiesen, Leute, wascht euch eure Hände, desinfiziert euch eure Hände, so generell so auf Hygienemaßnahmen zu achten, ne? Dass das halt wichtig ist. Da frage ich mich, wieso merken viele das erst jetzt? Ne? Okay, ich habe mir das trotzdem regelmäßigen Händewaschen eingefangen, also so zu 100% schützt das nicht, aber es sorgt auf jeden Fall dafür,
dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, sich irgendwas einzufangen. Und ich bin auch noch vorsichtiger geworden, aber inwiefern das alles mein Leben verändert hat, das erzähle ich ganz zum Schluss der Krankenhaus-Story. So, weg von Corona. Man wusste dann, dank dieser Studentin, welche Antibiotika man mir geben muss. Ein Mittel gegen den Sprosspilz musste ich sogar noch einige Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, weiternehmen. Übrigens so ein, dieser Pilz, also den kann man sich zum Beispiel auch leichter einfangen. Also wenn man zum Beispiel Diabetes hat, was ja bei mir festgestellt wurde, dann kann man sich solche Dinger leichter einfangen. Habe ich jetzt auch nur ergoogelt, also ich weiß nicht, wie akkurat das ist. So, was haben wir hier als nächstes auf meiner Liste? Ja, zurück zu meiner Sache mit der Bewegungsfähigkeit. Die war ja immer noch sehr eingeschränkt. Durch die Krankengymnastik ging es aber von Tag zu Tag besser. Als ich meine Arme dann auch wieder ohne Einschränkungen bewegen und mich auch mal aufsetzen konnte, boah Leute, ich war so verdammt froh, dass ich mich wieder selber waschen konnte und mir selber die Zähne putzen konnte. Das klingt jetzt so verrückt, dass sich jemand über sowas freut. Juhu, ich kann mir die Zähne putzen, ich kann mich waschen, ne? Wenn man so ganz alltägliche Dinge eine Zeit lang nicht machen konnte, weil es einem so richtig mies ging und es dann wieder geht, ne? Man weiß die kleinen Dinge des Lebens wieder viel mehr zu schätzen. Ich glaube, diesen Satz habe ich auch schon mehrfach hier gesagt, jetzt im Lauf der Krankenhausgeschichten, und es wird sicher noch einige Male kommen. Ja, dass ich aber auch wieder sitzen konnte, war auch echt was Besonderes für mich. An einem Tag hat die Frau von der Krankengymnastik dann mit einem Pfleger geredet. Mein Bett sollte ausgetauscht werden, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Für diesen kurzen Moment sollte ich mal versuchen zu stehen. Sie hat dann so eine Gehhilfe geholt. Nennt man das Gehbock oder keine Ahnung. Aber ihr kennt doch vielleicht Family Guy, diesen perversen Pedo-Opa hier, Mr. Herbert. Der hat auch so ein Ding. Der läuft immer damit rum. Und daran sollte ich mich abstützen. Also ich konnte ja schon am Rand sitzen. Dann haben sie das Teil nah ans Bett gestellt. So, dass ich mit den Armen ran konnte. Und dann halfen sie mir aufzustehen. Der Pfleger hat dann in 2 Minuten das Bett ausgetauscht. Das ging wirklich eigentlich ruckzuck. Aber als ich dann mit meinen Armen an diesem Ding stand, es war, als würden Blitze von oben nach unten durch meine Beine zucken. Weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil die Nerven irgendwie wieder aufgeweckt wurden? Keine Ahnung. Einige Stellen fühlten sich auch taub an. Ich bekam da auch eine Panikattacke. Also das war echt heftig in dem Moment. Und diese 2 Minuten, die fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Danach musste ich dann auch erstmal ganz schön durchatmen. Das hat mich jede Menge Kraft gekostet. Was ich übrigens auch vergaß zu erwähnen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder so leichte Übungen gemacht. Zum Beispiel so Beine heben, über Kreuz versuchen und so weiter. Das hat mir die Krankengymnastik alles gezeigt und die konnte ich auch ganz leicht alleine machen. Und das habe ich auch zwischendurch immer wieder mal gemacht, auch als ich mich nach dieser Panikattacke dann langsam etwas besser fühlte, wieder so ein bisschen. Aber ich war für den Tag echt K.O. nach diesen 2 Minuten stehen. Vor allem, wenn man nicht unbedingt der Dünnste ist und die Beine nach einer halben Ewigkeit ohne Bewegung, wenn die Muskeln so ein bisschen abgenommen haben, dann plötzlich wieder so Gewicht tragen sollen. Das wird auch noch so beigetragen haben. Aber mein Gewicht ist, also das ist schon ganz schön reduziert im Vergleich zu damals. Anderes Thema. An diesem Tag habe ich einfach nicht mehr geschafft. Ihr kennt das ja. Ne? Wenn man gerade nach einer großen Kraftanstrengung. Aber ihr kennt doch bestimmt auch, ihr könnt quasi den ganzen Tag irgendwas machen, so richtig fleißig sein, ne? Aber wenn ihr in dem Moment, wo ihr dann gerade nichts macht, jemanden reinkommen seht, ne? Also diese Person, die sagt dann direkt, ah, der macht wieder nichts, die Person ist faul, so ungefähr. So war es auch ein paar Stunden später, als ich mich dann ausruhte. Da kam der Assistenzarzt nochmal rein, auch wenn die Krankengymnastik nicht da ist, nicht untätig sein. Ja, wenn ich mich aus dem Bett
wenn ich aus dem Bett will, wenn ich mich wieder richtig bewegen können will, muss ich halt mehr tun, sagte er. Und ich dachte mir auch, bitte, installiert eine verdammte Kamera, die hier den ganzen Tag auf mich gerichtet ist und dann sagt mir doch mal, ich bin untätig. Das war echt so ein Moment, wo ich verflucht habe, dass ich nicht aufstehen konnte. Ich glaube, sonst hätte ich versucht, ihn aus dem Raum zu jagen. Also das fand ich nicht so, ne? Oder noch so ein Fall. Ich hatte genau in dem Moment, wo jemand reinkam, das Handy in der Hand. Das war, glaube ich, eine Krankenschwester. Da kam auch eine Bemerkung, dass ich ja immer nur den ganzen Tag am Handy bin. Also das war zu der Zeit, wo ich das Handy so gut wie gar nicht benutzt habe. Weil ich es kräftemäßig einfach nicht konnte mit dem Schreiben und bla und alles. Ja, ich kann euch sagen, hätte ich das Teil 23 Stunden und 59 Minuten nicht angefasst, aber halt genau in dem Moment, wo jemand reinkommt, gehalten, da hätten die auch wieder gesagt, ja, den ganzen Tag nur am Handy. Ne? Gut, ich gebe zu, es gab dann später, als ich es wieder konnte, Phasen im Krankenhaus, da habe ich sehr oft auf mein Handy geschaut und damit rumgespielt, ne? Aber ich war auch über mehrere Wochen fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Was sollte ich machen, wenn ich was mitkriegen will, ne? Also, ich habe mich zwar aus den sozialen Medien bewusst ferngehalten in der Zeit, aber wollte ja auch Kontakt mit meinen Freunden irgendwie halten, denen sagen, wie es weitergeht, was auf der Welt passiert und so weiter. Und naja, die bewerten dann in dem Augenblick nur die Momentaufnahme, ne? Aber ich finde es schon ein wenig frech, dass man da gleich auf die ganze Zeit schließt, wenn man sich gerade in dem Moment ausruht, nachdem man so eine Kraftanstrengung hatte und dann gleich sagt, dass ich nichts machen würde. Also, nee. Ja, und selbst wenn ich so untätig gewesen wäre, wie dieser Assistenzarzt behauptet hat, dann hätte ich kaum immer mehr Fortschritte gemacht, die ja auch täglich festgestellt wurden. Das waren am Anfang halt noch kleinere, ne? Aber jeder Schritt zählt. Und ich wurde auch sogar vom Oberarzt für meine Fortschritte gelobt. Das machen Sie gut, weiter so. Man hat mir dann nach dem Vorfall auch Entwässerungstabletten gegeben, dass die Wasserablagerungen in meinen Beinen von dem vielen Liegen weggehen, weil ist da halt auch aufgefallen. Mein Herz ist aber in Ordnung, bevor da jemand was vermutet. Das ist ja oft ein Zeichen dafür, dass das Herz nicht ganz richtig arbeitet. Und warum gerade nach meiner Panikattacke, nach meinem ersten Stehversuch? Keine Ahnung. Normal hat man ja, wenn man diese Wasser... Nee, man sagt Wassereinlagerungen, oder? Eigentlich hat man, wenn die nicht gerade total extrem sind, eigentlich keine Schwierigkeiten beim Stehen, denke ich. Aber da meine Muskulatur ja so geschwächt war, könnte das eine Rolle gespielt haben. Die Ärzte, die werden da mehr Ahnung haben als ich. Also, ich stelle hier nur Vermutungen auf. Das ist aber jetzt so das letzte Negative, was ich über die Zeit auf der Intensiv zu berichten habe, was jetzt kommt. Danach sind wir so langsam beim Bergauf. Also, damit ich die schnell loswerde, habe ich zusätzlich zu den Entwässerungstabletten noch ein Trinklimit auferlegt bekommen. Ich durfte nur 1,5 Liter am Tag trinken. Und es macht ja auch Sinn, dass ich, wenn ich so Wassereinlagerungen schneller loswerden will, mehr ausscheiden als aufnehmen soll. Aber das Schwierige an der Situation war, dass es zu dieser Zeit schon Mitte, Ende Mai, so um den Dreh rum, recht warm war. Das war teilweise ab 30 Grad schon. Und auf der Intensiv gab es auch keine Klimaanlage. Und jetzt stellt euch mal vor, es ist ordentlich warm, ihr liegt auf der Intensivstation und ihr habt ein Trinklimit, an das ihr euch halten müsst. Es war nicht einfach, aber es hat geholfen. Die nächsten Tage verliefen immer positiver. Dank der Krankengymnastik konnte ich auch immer besser stehen. Wir haben das täglich geübt, auch so Sachen wie auf der Stelle laufen. Dann sollte ich auch mal schauen, wie ich das schaffe, wenn ich mich nur mit einer Hand festhalte oder auch freihändig. Aber freihändig, das war besonders in der ersten Zeit so, da hat mein Gleichgewicht nicht so mitgespielt. Jetzt kommt für einen Moment nochmal kurz ein Thema, was für einige vielleicht wieder etwas eklig sein könnte. Ich blende oben im Video wieder ein, wenn wir damit fertig sind. Es ist auch ganz kurz. Da es mit dem Sitzen wieder ganz gut geklappt hat und ich auch kurz stehen konnte, brauchte ich endlich keine Bettpfanne mehr für mein großes Geschäft.
Es gibt da so einen speziellen Stuhl, den man dann auch benutzen kann. Abwischen konnte ich leider noch nicht alleine. Da war ich noch nicht gelenkig genug. Ja, leider Gottes, ne? Aber auch dieser kleine Fortschritt war was Besonderes für mich. So, weg von dem Ekelthema. An einem Tag wollten wir, also die Krankengymnastik, der Oberarzt und der Assistenzarzt, dann mal schauen, ob ich ohne Hilfsmittel stehen kann, wegen meinen Fortschritten. Sie standen auch gleich bereit, falls ich umfallen könnte. Dann hätten sie mich aufgefangen. Und Leute, es hat geklappt. Ich konnte jetzt richtig ohne Hilfsmittel, endlich ohne Hilfsmittel wieder ganz normal stehen. Nicht nur für ein paar Sekunden, um mich in einen Stuhl zu schwingen. Ihr könnt euch sicher nur schwer vorstellen, wie glücklich ich in dem Moment war. Vielleicht könnt ihr es auch doch, weiß ich nicht. Ich habe gestrahlt, ich hatte Tränen in den Augen vor Freude. Und meine Freude zeigte sich auch an meinen Vitalwerten. Ich war ja dabei immer noch an so einem Monitor angeschlossen. Ich war so aufgeregt vor Freude, dass mein Puls und mein Herzschlag und so weiter, das vor Aufregung, vorsichtig formuliert, etwas hochgegangen sind. Ne? Also da haben die mich erstmal wieder ins Bett geschickt. Bei meinen Medikamenten wurde dann auch was leicht angepasst oder auch wieder anders wurde auch anders auf die Medikamente wieder eingestellt. Oder wie man das nennt. Ach Gott. Ich immer mit meinen Versprechern und so weiter. So, dass auf jeden Fall sind meine Werte dann nicht mehr bei der Aufregung so weit hochgegangen. Man machte mir aber auch schon Hoffnung, dass ich nicht mehr lange auf der Intensivstation sein werde. Und so war es dann auch. Ich kam dann einen Tag später schon auf eine normale Station. Und ich denke, das ist dann auch ein ganz guter Punkt, um das Video zu beenden. Mit der normalen Station würde ich sagen, geht es dann im nächsten Part weiter. Also dann, Leute, haut rein!